Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, in der letzten Folge haben wir ja nochmal ordentlich die Citadel auf den Kopf gestellt. Und jetzt geht's weiter mit einer dicken, fetten Mission. Deswegen kehren wir zurück zur Normandy. Und ich habe die Soundeinstellung nochmal überprüft. Und ich weiß jetzt auch, warum bei mir der Sound auf den Kopfhörern so komisch war. Ich habe einfach nur die falschen Boxen eingestellt. Jetzt höre ich auch, was die Leute dort sagen. Muss nicht immer jedes Mal so halb in die Untertitel reinkriechen. Aber vorher, Mäuschen, erzähl doch mal was. Commander? Erzähl doch mal ein bisschen mehr. Commander? Ach, halt die Klappe. Gucken wir noch mal in unsere Nachrichten. Gibt's eigentlich nichts Neues? Okay, dann latsch mal direkt zur Weltkarte. Oder zur Galaxiekarte. Und, verlassen die Normandy? Die Citadel, nicht die Normandy. Gehen zum Massenportal und dann haben wir hier einiges zu tun. Hier zum Beispiel ist das Cerberus Labor, was wir unter die Lupe nehmen sollen. Da soll auch irgendwas. Ne, da ist nichts. Hier sollen wir irgendwelche Artefakte finden. Hier sollen wir die Studenten retten. Hier sollen wir mit irgendwelchen Diplomaten treffen. Das hätte da soll auch noch irgendwas sein. Da habe ich jetzt aber die Schnauze voll. Erstmal, ich würde sagen, bevor wir die Studenten retten, machen wir erstmal hier. Treffen wir uns mit den Diplomaten. Vielleicht haben die uns irgendwas Spannendes zu erzählen. Schlag aus der Jugend oder so. Feuer. Durchs Portal. So, dann sind wir auch schon hier. Nehmen wir immer noch so ein bisschen scannen. Vielleicht finden wir hier irgendwas Schönes. Ja, unser Treibstoff ist nach wie vor voll. Immer schien die Umgebung scannen, man kann nie wissen, vielleicht findet man irgendwas Cooles. Kam ja bis jetzt in diesem Let's Play noch gar nicht vor. Puerto, keine Ahnung, wie der Planet ausgesprochen wird. Aber hier scheint auch nichts wirklich zu sein. Gut, dann soll es wohl so sein, dann werden wir uns mit den Diplomaten treffen. Wer sich das hier durchlesen kann, kann jederzeit die Folge pausieren und sich das durchlesen. Commander, die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Na, das hoffe ich doch auch. Dieser Kroganer ist doch nur ein Schläger. Wie kann er für sein Volk sprechen? Indem er Respekt einfordert. Und diese Salarianerin könnte mit meinem Namen anfangen. Erdnord Reeve. Und dann können Sie mir sagen, was mich die Torianer angehen sollten. Ich habe selbst schon Reaper-Kundschafter auf meinem Planeten. Ersparen Sie uns das, Reeve. Ich bin kein Diplomat und Sie sind's auch nicht. Also Schluss damit. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Oh, ich mein's todernst. Sie brauchen unsere Hilfe? Dann werden Sie Folgendes tun. Heilen Sie die Genophage. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Was ist denn da jetzt los? Warum missfällt Ihnen diese Idee, Dalatras? Mein Volk hat die Kroganer unterstützt. Wir kennen sie am besten. Sie haben sich hinter uns versteckt, während wir sie vor ihrer eigenen Feigheit gerettet haben. Ihre Citadel existiert nur noch, weil die Kroganer die Rach nie daran gehindert haben, sie einfach zu verschlucken. Richtig, und danach waren sie nicht länger nützlich. Nur die Genophage konnte ihre Bedürfnisse unter Kontrolle halten. Dalatras, Reeve hat recht. Ihn zu verärgern, bringt gar nichts. Ich werde mich für die Wahrheit nicht entschuldigen. Wir haben die Kroganer nur unterstützt, damit sie Krieg führen. Mehr können sie nicht, und zwar, weil wir es so wollten. Tja, auf jeden Fall läuft da irgendwas verdammt falsch. Dann hätte ihr Volk länger darüber nachdenken sollen. War der Aufstand der Kroganer wirklich eine Überraschung? Genau davon rede ich, Commander. Uns an die Kroganer zu wenden, war verzweifelt und vorschnell. Aber nötig. Es war derselbe Fehler, den Sie heute machen wollen. Die Heilung der Genophage würde nichts Gutes bringen. Also ich sehe es auf jeden Fall genauso, dass die ein Heilmittel verdienen. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. Außer man kann sich an Neugeborenen ohne Herzschlag ergötzen. Ihr allein verdanken wir den Frieden. Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch.
Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da irren Sie sich. Es gab einen Salarianer, Mählen. Er hatte irgendwie Mitleid mit unseren Frauen und testete ein Heilmittel an ihnen. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Es wird noch schlimmer. Einige der Frauen haben überlebt und sind vor ihrer Ankunft aus dem Labor entkommen, Shepard. Okay. Das war peinlich für die Salarianer. Also hat die Dalatras die Frauen von einem ihrer Trupps gefangen nehmen lassen. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Keine Lügen mehr. Diese Frauen sind immun gegen die Genophage und sie gehören mir. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Naja, da gibt's immer einen Grund. Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung? Ja, gib den Ruck. Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch jahrhundertelang verfolgen. Ja, ja. Holen wir sie! Sie setzen keinen Fuß auf Surkesh. Das erfordert Zeit. Jetzt sofort. Shepard wird den Austausch als Ratsspekter beaufsichtigen. Aufbruch. So sieht's aus. Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Tja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, wen nehmen wir denn da mit am besten? Also ich bin auf jeden Fall für Garrus. Was hat denn Edi so drauf? Fähigkeiten, Verbrennung und das. Oh, die kann schon ganz schön was. Was hat Liara so drauf? Na, eigentlich kennen wir das ja alles schon. Die hat hier ein paar Waffen, Pistolen hauptsächlich. James ist so für die schweren Geschütze. Oh ja, oh ja. Was kann Garrus? Betäubungsschuss. Okay. Schilde, Avenger, Mantis. Ja, ist ja mehr so der Sniper-Typ. Also einen Sniper können wir immer gebrauchen. Nämlich auch trotzdem für Liara, weil die ihre biotischen Kräfte sind schon durchaus nützlich. Bei meinen schlechten Schießskills. So, unsere Waffen. Ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall dabei. Die Pistole können wir eigentlich weglassen, weil wir haben zwei gute Gewehre. Einmal ein Präzisionsgewehr, einmal ein Sturmgewehr. Deswegen nehmen wir das weg. Das würde dann vielleicht doch mal ein bisschen. Ja. So, wir haben einen Punkt zu vergeben, aber wir sind zurzeit voll. Wie sieht's aus? Hier auch mal. Er muss auf jeden Fall was machen. Zack. Genau, und Liara können wir auch nichts weiter machen. Bestätigen wir mal und dann fliegen wir los. Und checken mal die Lage. Ah, sieht cool aus. Wir sind unterwegs zur Heimatwelt der Salarianer. Man ist hier keine Kroganer gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und hauen ab, bevor sich jemand anders überlegt. Ich spreche nicht gern mit Salarianern, außer wenn sie um ihr Leben... Na komm, sei mal ein bisschen netter. Ich übernehme das besser, Reef. Kroganer sind nicht gerade für ihr Taktgefühl bekannt. Vergessen Sie nur nicht, dass diese Frauen mir gehören. Ja, kannst du den Harem aufmachen? Als derjenige, der die Genophage geheilt hat, wird mein Wort bei allen Kroganer-Clans Gesetz sein. Wie haben Sie die anderen Clans dazu gebracht, sich von Ihnen repräsentieren zu lassen? Mit der guten alten Traditionsmischung aus Einschüchterung, Drohungen und Gewalt. Kroganer verschwenden keine Energie mit Diskussionen und Meinungen. Wer eine andere hat, wird einfach eingestampft. Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Gehen wir runter. Genau, gehen wir mal runter. Also sieht doch ganz nett aus da. Bisschen dschungelmäßig. Gefällt mir. Nicht. Naja doch, ein bisschen. Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Ja, egal. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Einmal ein Feind, immer ein Feind. Erlaubnis verweigert. Wir sollen den Landeanflug abbrechen. Landen Sie trotzdem. Sie sind zu höflich, Shepard. Reef, nicht!
Oh, Reef, ey. Na toll. Nette Begrüßung. Halt! Aufhören! Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Ah, Schilmer. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Sie haben nur was, was für Reef wertvoll ist. Und ich bin hier, um es zurückzuholen. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Bleib hier. Ich krieg das schon hin, Reef. Meine Schrotflinte. Na. Das zählt nicht. Das stimmt schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Wir auch. Was ist das denn für ein Vieh? Vorsicht! Achten Sie auf den Eindämmungsschild! Ach, echt hässlich, das Ding. War doch süß. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Gib mal hier Informations. Was genau wird hier gemacht? Evolutionsversuche, morphologische Simulation, exogenetische Beurteilung. Bei Salarianen muss wohl immer alles kompliziert sein. Die Wissenschaft war immer unsere beste Verteidigung. Durch die hier betriebene Forschung war Sorkesh Jahrtausende lang sicher. Auch das Studium verschwundener Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf T'Chanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Wenn Sie mich anfassen, reiße ich Ihnen den Kopf ab. Ich würde Sie gern sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Alles klar. Achtung, Biolabore. Bitte auf Eintreffen des Jagdexemplars. Gut, ihn sollen wir beim Fahrstuhl treffen. Das ist also Sorkesh. Entspann dich. Shepard, die Salarianer haben kein Recht, in dieser Sache etwas zu bestimmen. Die Frauen gehören mir. Bleiben Sie ruhig, Reef. Wir können jetzt keine bewaffnete Auseinandersetzung riskieren. Natürlich können wir das. Diese Salarianer sehen doch harmlos aus. Leichte Beute. Na, hören wir nochmal an, was er uns zu erzählen hat. Über die Insiderquelle zum Beispiel. Wer hat Ihnen von den Frauen hier erzählt? Nichts für ungut, Shepard. Aber Sie und ich, wir kennen uns doch gar nicht richtig. Wir müssen erst gemeinsam das Blut eines Feindes vergießen. Vertrauen erfordert Zeit. Und einen Haufen. Naja, nicht unbedingt. Aber die Reaper können wir ruhig mal alle ein bisschen zersägen. Sind die Kroganer bereit, die Reaper zu bekämpfen? Das ist so, als würde man eine Asari fragen, ob sie bereit ist, sich zu paaren. Oder ob Kroganer primitive Schläger sind. Wir wurden dazu geboren, bei diesem Kampf zu siegen. Ah ja. Was wissen Sie über diese Frauen? Sie waren nicht wichtig. Zumindest nicht bis zu Melens Experimenten. Ich habe sie als Köder benutzt, um die anderen Clans davon abzuhalten, die Fruchtbaren zu stehlen. Diese Behandlung ihrer Frauen ist abscheulich. Auf T'Chanka pflanzt man sich entweder fort oder man beschützt diejenigen, die es können. Deshalb sind Kroganer auch so freundlich. Na, freundlich trifft's auf jeden Fall auf den Kopf. Sie haben auf der Normandie gesagt, dass Reaper auf T'Chanka gesichtet wurden? Anders als bei ihrem Angriff auf die Turianer gehen die Reaper bei uns langsam und vorsichtig vor. Sie wissen, dass ihre Tage gezählt sind, sobald wir in diesen Krieg eintreten. Ein arroganter Kroganer könnte genau das sein, was wir brauchen, um ihn zu gewinnen. Zumindest fehlt es ihm nicht an Selbstbewusstsein. Das ist wahr. Ich werde jetzt gehen. Gut, legen wir los. Nein, du bleibst hier, mein Freund. So, wo sollten wir hin? Zum Fahrstuhl? Wo soll der sein? Hier geht's wieder zum Schiff. Bitte nicht anfassen. Ma. Warum nicht? Lass mich auch ein bisschen spielen. Oh, wieso läuft denn der so lahm? Das ist unglaublich. Was Sie auch davon halten, unsere Befehle sind klar. Ja. Das ist ein abgesperrter Bereich. Bleiben Sie bitte zurück. Ich will da durch. Mann. Hey, nix dürfen wir hier, nix. Komm, wir gehen jetzt hier rein. Also hier. Mir gefällt gar nicht, was so, wo es reingeht. Dicker Scan. Hier ist Forschungsleiter Wicks. Ich gewähre Besuchern Zugang zu unteren Ebenen.
Alles klar. Alarm, Bedrohungsstufe 2. Bereitschaftsdienst aufteilen. Oh oh. Jetzt haben wir den Alarm ausgelöst, oder was? Was ist hier los? Oh, das sieht nach Cerberus aus. Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Wir sollten gehen, Commander. Ja, das wird doch noch sicherlich noch heikel. Hoffentlich nichts Schlimmes. Oh Mann. Das Basispersonal bleibt bis auf Weiteres auf Posten. Sagten Sie nicht, der Alarm bedeutet nichts? Vielleicht ja doch. Das sind die Frauen. Sie haben das leider nicht überlebt. Was? Malins Heilmittel hat ihr Immunsystem gestört. Ach, toll. Als ich Malins Experimente beendete, habe ich die Ergebnisse gespeichert. Ja, ich hatte anonym ein entsprechendes Datenpaket erhalten. Ich gehe davon aus, dass Morden Solus es geschickt hat. In Malins Daten fehlen entscheidende Details zur Rekonstruktion des Heilmittels, aber wir können es damit aus Lebendgewebe synthetisieren. Leider konnten diese Daten Ihnen nicht helfen. Oh, toll. Haben Sie überhaupt versucht, sie zu retten? Mit allem, was unsere Technologie hergegeben hat. Ich habe alles versucht. Commander, Bernard Reeve weiß davon überhaupt nur, weil ich es ihm gesagt habe. Sie sind seine Insiderquelle? Er hatte das Recht, es zu erfahren. Eine Frau hat auf die Behandlung angesprochen. Sie ist immun gegen die Genophage und damit die letzte Hoffnung der Kroganer. Sie weigert sich, uns ihren Namen zu sagen. Wir haben ein Vertrauensproblem. Okay. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Oh, was muss sie durchgemacht haben? Lieutenant Reeve und ich sind hier, um sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Haben die Salarianer Sie misshandelt? Das war meine Schwester, die Sie da gesehen haben. Sie hat vor ihrem Tod sehr gelitten. Ich wünschte, wir hätten mehr tun können. Und jetzt weiß ich, dass außer mir niemand mehr übrig ist. Das macht mich für viele ziemlich gefährlich. Was ist mit Ihnen, Commander Shepard? Warum sind Sie hier? Ach so, ich dachte jetzt, ob wir auch gefährlich sind. Ja, wir sind gefährlich. Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Alarm, nicht identifizierte Schiffe in unserem Luftraum. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Shepard, hier Reeve. Cerberus-Truppen greifen die Basis an. Holen Sie sofort die Frauen da raus. Es hat nur eine überlebt, Reeve. Hier unten ist es vielleicht sicherer. In einer salarianischen Folterkammer? Vergessen Sie es. Entweder Sie bringen sie da raus... Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Das Protokoll entfällt vorübergehend. Na los! Na siehst du, wir haben ja doch noch Freunde. Commander, ich muss den Tank während des Quarantäneprozesses begleiten. Wir treffen uns beim nächsten Kontrollpunkt. Es scheint klar zu sein, dass Cerberus keine Heilung der Genophage will. Sie sehen Tuchanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Commander. Alles klar. Dann, machen wir das mal. So, ihr habt ja alles... Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Okay. Oh, oh. Oh, scheiße. Tag! Gehört, das soll ganz schlecht wieder rauseitern. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Ich kann ihn von hier aus öffnen. Ja, mach das mal. Öffne den mal. Oh, wir haben hier noch ein bisschen Stuff. So. Aber wie es weitergeht. Shepard, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen hier. Ja, dann gib mir noch einen Tag Zeit. Oder den Zuschauern. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis denne und tschaußen.